The people in power have not been listening. I come here for a climate demonstration, not a political view. Calm down. Klimaaktivistin Greta Thunberg hat erneut eine Klimademonstration genutzt, um im Nahostkrieg für die Palästinenser Partei zu ergreifen. Als Klimabewegung müssen wir auf jene hören, die unterdrückt sind und die für den Frieden und Gerechtigkeit kämpfen. Ein Mann sprang vor laufenden Kameras auf die Bühne und rief, er sei für eine Klimademonstration gekommen, nicht um politische Ansichten zu hören. Der Mann wurde von Sicherheitskräften von der Bühne entfernt. Greta Thunberg versuchte zu beruhigen. Es ist nicht der erste Skandal um die Klimaaktivistin. Nach einer ähnlichen Aktion im vergangenen Monat war Thunberg bereits dafür kritisiert worden, dass sie die israelischen Opfer des Massakers der Hamas vom 7. Oktober mit rund 1200 Toten nicht gesondert erwähnt hatte. Fridays for Future Austria hat sich bereits vor über 2 Wochen nach den israelfeindlichen Aussagen auf dem internationalen Instagram-Account der Bewegung klar gegen Antisemitismus ausgesprochen. Einzelpersonen oder einzelne Accounts könnten nicht für die gesamte Bewegung sprechen.